Yo, Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch wie jeden Morgen hier den neuen Fortnite Shop. Der kommt auch schon in wenigen Sekunden raus. Also mal schauen, was wir da so Schönes heute in den Shop reinbekommen. Und, oh, der Gleiter ist da. Nice. Okay. Oh, sie haben es in mehrere Slots aufgeteilt. Okay. Kuschelbeauftragte ist auch wieder da. Und, oh, die Punktlandung. Nice, der Gleiter ist auch endlich da. Heute also direkt zwei neue Gleiter, die schauen wir uns auch gleich an. Außerdem verschenke ich heute wieder 1000 V-Bucks an euch. Wenn ihr also ein paar V-Bucks haben wollt, müsst ihr einfach nur Abonnent dieses Kanals sein, also kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken, dem Video hier einen Daumen nach oben geben und dann noch ein Hashtag neue Gleiter, ja, Hashtag neue Gleiter unten in die Kommentare schreiben, um hier dann die V-Bucks zu gewinnen. Und dann fangen wir an mit dem ersten Slot und zwar haben wir da die Kuschelbeauftragte drin. Ja, ich finde ihn immer noch ziemlich cool mit dieser Schleife auf dem Rücken, ist auch ein ziemlich sicker Backpack. Den kann man auf vielen anderen weiblichen Skins spielen, dazu passt es immer ziemlich gut. Dann haben wir das erste Highlight heute drin und zwar den neuen Gleiter Kuschel Airlines und der schaut echt mal richtig geil aus, wie so ein bisschen die Kuschelbeauftragte, nur ein bisschen dicker, wie so ein kleines Plüschtier, richtig geiler Gleiter, sehr, sehr schmackhaft, werde ich mir jetzt auch hier direkt mal holen, damit ist das Set, glaube ich, auch komplett, weil wir haben auch noch eine Hacke drin, die schauen wir uns auch mal an, hier die Kuschelkrallen, die hatte ich mir sogar schon geholt, die kam ja vor ein paar Wochen raus, so hört sie sich an. Genau, jetzt ist das Set hier komplett. Machen wir weiter mit den Pest-Skins. Da haben wir erstmal den männlichen drin. Der schaut schon halt echt böse und bosshaft aus. Ziemlich cooler Skin. Ich finde sogar die weibliche Variante noch geiler. Also die Geiße ist vor allen Dingen wegen diesem Mantel hier, der sich auch so mitbewegt. Ziemlich cool. Leider ist der Backpack jetzt nicht ganz so nice. Also den benutze ich eher selten. Da mache ich meistens eher einen anderen Backpack drauf. Aber den Skin kann ich auf jeden Fall empfehlen. Richtig, richtig bosshafter Skin. Dann haben wir noch dazu die Hacke, nämlich den Heroldstab für 800 V-Bucks. Und ich weiß gar nicht, gibt es einen Gleiter? Ja genau, Lampenlicht gibt es auch noch dazu. Diese Lampen bewegen sich hier mit. Ist ein ganz, ganz nettes Feature. Kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Da haben wir erstmal den Elektroschaffel drin. Ja, immer noch einer der absolut besten Tänze im Spiel, kann ich also empfehlen. Sichelschläger würde ich jetzt inzwischen eher nicht mehr holen, da würde ich auf jeden Fall eher warten, bis wieder mal die Sichelhacke reinkommt. Ja, die ist auf jeden Fall cooler als dieser Sichelschläger. Dann haben wir ins Schwarze drin für 800 V-Bucks ein ziemlicher Schwitzer-Skin mit dieser Zielscheibe auf der Brust drauf. Bisschen dieser Fake Renegade Raider. Dann haben wir noch den Einsichtsskin, würde ich nicht empfehlen. Da würde ich mir auf jeden Fall heute eher den ins Schwarze holen. Ich weiß, Geschmäcker unterscheiden sich, aber ich persönlich finde den echt hässlich. Vor allen Dingen ist mir der Backpack auch irgendwie viel zu groß, also den würde ich persönlich jetzt eher nicht empfehlen. Dann haben wir noch die Fußfinesse drin. Oh, ein ganz chilliger Tanz. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir dann das zweite Highlight und zwar den zweiten neuen Gleiter Punktlandung für 500 V-Bucks. Ja, passt auf jeden Fall halt zu dem Design von dem ins Schwarze Skin. Ich hatte sogar in den letzten Tagen immer wieder Leute in den Kommentaren, die sich gewünscht haben, wann endlich mal wieder der ins Schwarze zurückkommt. Also Leute, für diejenigen, die das gefragt haben, heute ist er drin, plus auch noch der neue Gleiter Punktlandung. Und ich würde sagen, für 500 V-Bucks ist der auf jeden Fall ganz chillig. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite Shop. Wie gesagt, falls ihr heute auch wieder 1000 V-Bucks bekommen wollt, einfach nur kurz hier ein Abo da lassen, also kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken, dem Video einen Daumen nach oben geben und heute ein Hashtag neue Gleiter, habe ich ja gesagt, genau, neue Gleiter, Hashtag neue Gleiter unten in die Kommentare schreiben. Und natürlich könnt ihr auch gerne meinen Creator-Code Snoxy im Fortnite-Shop eintragen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Auf die Endcard blende ich euch jetzt hier noch mein Video von gestern ein. Da ging es um das neue Respawn-System. Viele coole neue Informationen zum Wiederbelebungssystem in Fortnite, was bald kommen wird. Was genau hat sich alles in diesem Video. Also klickt hier mal drauf, wenn euch das interessiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Hier draufklicken. Bis gleich.